Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Guckt mal, bei uns scheint die Sonne. Das ist richtig toll. Es sind aber nur 3 Grad. Ich gucke immer so nach meinen Blumen, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass sie mir irgendwie, naja, erfrieren. Aber wir hatten noch Glück. Hier ist noch jemand müde. Aufstehen. Ich hatte ja am Wochenende 2 Nächte hintereinander wenig geschlafen. Gestern verschlafen, heute nicht verschlafen. Allerdings aber auch, wann bist du eingeschlafen? Gestern um 10, ne? Guten Morgen überhaupt. Bist du fit? Gleich wird es die frische Luft und das Fahrradfahren bringen. Hier wird auch schon gewerkelt, mein Schnucki. Guten Morgen. Adrian macht Brot, wir haben nämlich nichts mehr. Nach einem Geheimrezept. Ja, So, das so. verrate ich nicht. Ja, auf jeden Fall warme Milch. Ist da was Nein, drin? das weiß ich nicht. Ach so. Schnucki, willst du mir ins Nasenloch kriechen? Mit der Nein, Kamera? ich hab dich weit. Guck mal. Was? Sag ich mal So. her. Ist gar Oh, nicht so mein weit. Gott, Bist du sehe ich gut gönn? aus heute Ja, Morgen. ne? Auf jeden Fall, wir haben kein Brot mehr. Und Adam ist gerade fleißig dabei, das zu machen. Hier gibt es eine Mehl-Salz-Mischung. Und hier gibt es 200 Milliliter Milch, 400 Milliliter Wasser, 60 Gramm Butter, ein Esslöffel Honig. Hier, Honig. Ja, normal Honig. Und da kommt jetzt gleich ein Würfel Hefe Hilfe rein, rein, so. wird aufgelöst und dann kommt das alles da rein, wird durchgeknetet, lange durchgeknetet, gezogen, gefaltet und wieder geknetet, gezogen, gefaltet, geknetet, gezogen, gefaltet, also ein paar Mal. Und dann muss das ganz lange bei 30 Grad gehen. Und dann wird es gebacken. Cool. Fertig. Und jetzt ist Ja. das Toastbrot fertig. Übrigens, gestern meine Teigchen waren super lecker, die ich angebraten habe. Also wenn du noch einen Teig für mich heute über hast, Dann bleibt nichts die ich übrig. angebraten habe gestern mit. Das war so lecker, so wie früher. Ach, früher. Früher Ja, war so alles wie besser, ne? früher. Ja. Also ich mache jetzt einmal kurz unser Bett. Ashs Bett ist fertig. Vor allem, er fährt jetzt los. Ja, macht sich gerade fertig. Und ich muss mal das Chaos hier bei uns hier immer zurecht machen. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Solange mein Schnucki jetzt nochmal sich fertig macht, mache ich ein bisschen in der Küche weiter, bevor wir losgehen. Es ist jetzt 8. Und Adrian hat schon Brot reingeschoben. Guck mal, wie hoch das gegangen ist. Hat die riesen Form genommen. Krass. Also wahrscheinlich echt einen Toast machen, ne? Ich muss jetzt einen Geschirrspüler ausräumen. Da bin ich gerade dabei, einen Herd einmal sauber zu machen. Habe ich gestern nach dem Essen nicht gemacht. Also nachdem ich die Teilchen angebraten habe. Normalerweise mache ich es immer nach dem Essen, aber irgendwie, oder nach dem Kochen, aber irgendwie gestern so hatte ich keinen Bock mehr. Und natürlich, das hier muss einmal kurz weggeräumt werden. Und ja, Geschirrspüler aus, raus, ausräumen. Und ja, also ich würde sagen, ich lege jetzt erstmal ganz kurz los. Wisst ihr was? Übrigens, ich habe gestern bei Amazon was bestellt. Und zwar solche Container, also die sind durchsichtig. Ich glaube, im Grunde so wie die für den Kühlschrank. Werde ich euch morgen nochmal zeigen. Und möchte ich gerne hier so ein bisschen was verändern. Das ist mir alles irgendwie so zu tüdelig. Ich räume immer wieder mal auf, aber immer wieder mal, weiß ich nicht, bräuchte diese anderen Container. Und ich habe in der Garage beim Aufräumen 2 Flaschen von diesem Holzreiniger gefunden, die ich echt gesucht habe hier wie eine Irre. Aber die sind in der Garage. Die waren in eine Kiste, wo auch meine anderen Reinigungsmittel so drin sind. Ja, jedenfalls werde ich es morgen angehen. Diese Schublade gefällt mir nicht ganz. So, das Brot wird nach 10 Minuten schon braun. Wir haben jetzt ein bisschen was umgestellt hier auf die Temperatur. Und
Genau, die Küche ist soweit sauber. Ich habe alles weggeräumt, abgewaschen. Und wir wollen dann, wenn das Brot fertig ist, einmal losmarschieren. Mein Schnucki lüftet hier gerade, es wird kalt. Das ist morgens eisig kalt. Es ist richtig frisch. 3 Grad nur. Wie gesagt, habe ich vorhin schon erzählt, ne? Adam ist ein bisschen sommerlich angezogen, hat so eine dünne Stoffhose an von früher. Zack. Wo ist er? Hä? Der ist hier nicht. Zeig dich mal kurz mit deiner schicken Hose. Bitte? Zeig dich mal kurz mit deiner schicken Hose. Oh mein Gott. Meine Hose, die ich schon seit 30 Jahren nicht mehr angezogen habe. Nein, die ist gut. Tada! Sieht schick aus. Das sieht ja auch alles sehr schick aus. Mit beiger Hose. Mhm. Hier ist alles soweit fertig. Wir haben jetzt unten drunter Staub gesaugt. Und jetzt machen wir uns mal gleich auf den Weg, wenn das Brot dann endlich mal fertig ist. Adrian hat das rausgenommen, aber das muss gewaschen werden dann eher, ne? Was bei dir unter dem Bett lag? Nachdem noch 3 Jahre unter dem Bett lag? Ja, 3 Jahre noch länger. Das ist doch geschützt von diesem Schutz. Ja, ja, du hast gesagt, aber eigentlich verstaubt. Also, waschen jetzt oder nicht? Waschen. Ja, mach mal. Schaut mal, wie groß das Brot geworden ist, Schnucki. Man könnte meinen, du hast ja 2 Kilo Mehl genommen. Das ist doch, wer soll das denn schaffen? Das so groß war das noch nie. Wieso, das letzte Mal waren es 2? Haben wir auch geschafft. Ach so, ja gut. Ja. Und wie krass. Guckt euch das mal an. So meine Hand. Hört sich wohl an, ist fertig. Wie krass. Naja, wir gehen jetzt einmal eine Runde. Und hier, diese Backform war das. Das ist ganz schön aufgegangen. Voll krass, echt. Das sind richtige XXL Toastbrotscheiben nachher. So wie man die auch aus dem Laden das kennt. Ist groß, also größer. Lappen. Größer als Toast, würde ich sagen, oder? Ja, ungefähr so. Na gut, wir können ja also, kaufen und vergleichen. Ja, wir düsen es aber los. Da ist ein Eihörnchen ganz oben. Ich hoffe, ich kriege das zu sehen. Das sitzt da und machst so komische Geräusche, oder war das ein anderes? Die Gurren. Ja. Die Tauben. Naja, so ähnlich. Oh, läuft weg. Das war cool. Hab mich gerade gewundert, was das für Geräusche sind. Eichhörnchen muss man sein, ne? Da könnte man da oben auf den Bäumen wohnen. So in seiner eigenen Baumhöhle. Ach ne, Kubbel heißt das ja richtig. Ja. Da springt es. So, und wir gehen jetzt unsere schöne, diesmal ein bisschen kürzere Runde und genießen hier mal die Sonne und auch vor allem die Vögel. Es ist so schön. Die morgens habe ich das Gefühl, sind die lauter als nachmittags. Nachmittags können die nicht mehr. Kleine Frechdachs frisst mir wieder. Guck mal, was der mit meinem Pampasgras macht. Zerpflückt, er hat was mitgenommen jetzt. War ein kleiner Spatz. Gestern hat er mir auch die ganze Couch voll gefusselt, musste ich saugen. Und jetzt will er das ganze Pampasgras haben. Er setzt sich richtig drauf und pickt das alles ab. Guck mal, wie das hier wieder aussieht, wie Kraut und Rüben. Oh, Hilfe. Ja, irgendwie brauchen die das wohl zum Bauen. Und das ist hier alles so verfusselt. Muss ich saugen wieder. Die setzen sich richtig hier drauf und dann picken wir das raus. So schaut das Brot aus. Max schneidet gerade mal Scheiben ab. Das Gras. Das ist riesig, guck mal. Das ist echt fett. Das ist richtig fett. Also größer als Toast, oder ne? Toast ist, glaube ich, ein bisschen kleiner. Ja, viel kleiner. Ja. Voll heftig. Hoffentlich schmeckt das auch. So, ich möchte jetzt einmal Tisch decken und wisst ihr was, Leute, ich würde gerne heute einmal im Kühlschrank hier aufräumen, weil das gefällt mir irgendwie nicht so ganz, wie das hier alles so mehr oder weniger aufgeschmissen wurde. Wir wollen jetzt erstmal frühstücken. Adam hatte gestern bei diesem Lachs, waren irgendwie nur 2 Scheiben Lachs. Ich war gestern so erschrocken darüber. Ich sagte, warum sind denn nur 2 Scheiben Lachs? Ich habe 3 Euro noch was bezahlt, 3,50 Euro tatsächlich. Hä?
Das ist komisch. 100 Gramm, ich glaube, da hatten wir immer mehr. Die Packung ist aber gleich geblieben irgendwie. Nun gut, also ich hole mal ein bisschen was zu essen raus und dann können wir auch schon frühstücken. Guten Appetit, ihr Lieben. Ich habe jetzt mein Brot belegt. Das ist sehr riesig. Das Brot ist so groß wie das Brotbrett. Schmeckt's dir? Ich bin schon fertig. Ja, ich weiß. Es dauert immer zu lange, was du da jetzt anrichtest. Ja, ne? Also, hat es geschmeckt? Oder schmeckt es dir? Immer das Brot? Ja. Guck doch mal hin, wie lecker das ist. Ja, also, guten. Guten. Ich habe jetzt den Kühlschrank einmal ausgeleert, leergeräumt vor allem, besser gesagt. Und muss erstmal echt gucken und sortieren, was wir hier alles haben, weil das einfach, wie gesagt, ich hatte es irgendwie angenervt, weil das alles so irgendwo hingesteckt wurde. Das muss ich nochmal gleich rausziehen und das hier alles, weil das gefällt mir alles nicht so ganz. Das ist alles ein bisschen durch den Tüdel und dann bei der Gelegenheit kann ich halt auch die Böden einmal sauber machen. Genau, die mache ich aber mit Essig sauber, Essigwasser. Ausgewischt und jetzt habe ich mich an die Gemüseschublade mal rangemacht. Ich habe sie auch ebenfalls mit dem Essigwasser einfach besprüht. Das wird sauber gemacht und dann kommt das Gemüse wieder rein. Mir ist einiges schon wieder da irgendwie schlecht geworden. Also auch Tomaten komischerweise waren weich, waren nicht mehr so toll. Aber wie gesagt, und hier möchte ich gerne gleich wieder Sewa drunter legen. Das mache ich immer. Ich lasse das Gemüse jetzt hier nicht direkt auf diesem Plastik hier liegen, sondern es ist besser halt eben mit Sewa. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Dann könnt ihr nochmal schreiben. Ich muss mal ganz kurz nochmal Sewa holen. So, ich lege einfach auf dem Boden hier was aus. So. Den Kühlschrank auszuräumen und auswischen wollte ich schon letzte Woche mal gemacht haben, aber irgendwie, wie es halt so ist, ne, da kommt immer mal was dazwischen und dann hast du vielleicht auch immer mal keine Lust dazu. Aber jetzt habe ich gedacht, heute mache ich das mal. Also ich packe jetzt alles wieder rein. Soweit. Wir müssen unbedingt den Saft nochmal machen. Ja, und es fällt mir schon wieder auf, dass wir wieder einkaufen müssen. Ne? Die Karotten, die hatte Max für uns besorgt letzte Woche. Guck mal, Schimmel. Kann ich jetzt alle wegschmeißen. Hatte letzte Woche gekauft, schon Schimmel, guck mal. Ist nicht so geil. Das heißt, das kommt dann jetzt auch weg. Dann müssen wir erst recht was einkaufen. Also ist nicht mehr viel da, sozusagen. Guck mal, ein Gemüse. Ich habe jetzt hier nur noch zwei Gurken. Ja, mir fehlen jetzt Tomaten, Gurken, hier Karotten. Schade. Und Paprika wollte ich nochmal grün und gelb haben. Aber nun gut, also das ist recht überschaubar jetzt geworden. Guck mal. Ist ja nicht mehr so viel drin. Und das gibt es einfach wieder zurück in den Kühlschrank rein. Soweit die Container alle sauber gemacht. Eingeräumt, und zwar Frühstück, ganz normal Frischkäse, Schmelzkäse, dann haben wir hier Normalkäse, dann hier ist eine Box mit Schmand, Quark, Mascarpone und so weiter. Der ist so lecker, Leute.
konnte letztes Mal beim Einkaufen nicht widerstehen. Da, ne? Habe ich drei mitgehabt eigentlich. Einen habe ich schon aufgegessen. Das ist lecker, wenn man das mit Cornflakes isst. So, dann haben wir noch einen Container hier und die Eierbox. Genau, und den Rest, das Chaos, da muss ich noch bearbeiten. Jetzt hier fertig, ihr Lieben. Alles ist sortiert, alles ausgewaschen. Einen von diesen Behältern muss ich hier richtig unter Wasser halten, beziehungsweise mit Wasser und Spüli sauber machen, weil er so irgendwas ist das halt scheinbar ausgelaufen. Und den Rest konnte ich dann ganz normal mit Essigwasser einfach mal sauber machen. Ich habe die ja schon mal vor kurzem sauber gemacht, aber trotzdem, wie gesagt, ging es bei dem anderen Behälter nicht. Ja, ich bin jetzt hier soweit fertig. Das sieht sehr, sehr überschaubar aus. Man könnte noch ein bisschen Käse nachkaufen vielleicht und wie gesagt, Gemüse fehlt mir noch ein bisschen was. Hier habe ich die Salami-Sticks einfach mal raus reingetan, weil eine Packung angebrochen war. Also das sind die Lieblings-Salami-Sticks von Ash. Die isst er total gerne, die sind von Edeka und hier haben wir komischerweise nur Salami, ne? Er isst keine Mortadella, er isst so kein Kassler, gar nichts. Also eigentlich nur am liebsten halt Putensalami oder halt diese mit Senfkörnern und ja. Das ist dann so mein Kühlschrank heute. Milch fehlt noch, muss ich aus der Garage holen. Genau, aber alles andere ist soweit fertig.